Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster zu einer neuen Folge Ratchet & Clank. Denn es heute hier auf Quarto in diese riesige Lagerhalle geht, in der Clank entwickelt worden ist. Böser Zukunft, er schießt gar nicht. Ach du Scheiße. Und direkt zum Anfang der neuen Folge hier an der Disaster Liga wird von ganz vielen Zurkons angegriffen. What the fuck? Schutztruppen. Ich habe sogar eine Vorführung der neuesten Modelle des Doktors arrangiert. Was für ein Doktor. Alles klar. Ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, eigentlich ist ja eine Szene, die ich jetzt übersprungen habe, weil wieder die Aufnahme blockiert worden ist. Deswegen darf ich die bestimmt nicht im Let's Play benutzen. Also, ja, wieder eine Szene mehr, die gesperrt worden ist. Es wird echt so langsam, kann man vom Let's Play kaum noch was erkennen. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt möglich ist, die Szene irgendwo anders zu sehen. Also, wie ich schon das in der letzten Folge gesagt habe, eure beste Chance ist wahrscheinlich der Film. An diesem Fließband wurde ich erschaffen. Ich empfinde viele widersprüchliche Gefühle. Das glaube ich. Wir müssen Black finden, bevor wir uns hier okay, ist irgendein Teleporter. Ha. Oh Gott, hier ist es recht dunkel. Hoffentlich wird es besser. Moment mal, kann ich das nicht irgendwie heller machen? Das sollte doch gehen, oder? Hier nicht. Am Teufel erwartet. Ach, man kann mittendrin. Das ist cool. Was soll die Schwierigkeit ändern? Ah, gut, dass ich das rausgefunden habe. Aber leider nicht zur Helligkeit. Dann hoffe ich, dass man das sehen kann. So, vielleicht nochmal gerade. So, 9 Raritanium. Damit können wir bestimmt noch was machen hier. Übrigens auch mal die Waffen ein bisschen angepasst. Die sind jetzt ein bisschen woanders. So, jetzt können wir eigentlich den Lavazitor fertig machen. So. Jawohl. Lavamorph-Isotope. Die von Lavamorph-Partikeln verursachten Explosionen erzeugen noch gefährlichere Glutbrocken. Cool. So, Magmabrenner haben wir ja schon soweit. Fertig. Plasmastürme könnte man sich nochmal ins Zeug legen. Oder die Protonentrommel. So, Plasmastürme war eigentlich lieber. Wo ist mein Plasmastürmer noch ein bisschen auf? Jawohl, mehr kritische Damage hier. Geht's hier richtig ab. So. Langsam aber sicher kommen wir ans Ziel. Okay, und weiter geht's. Ha, da ist ja kaum mehr nix. Ich soll schon mehr einfallen lassen. Wow, sind das viele. Hey! Gott, da kommen da noch mehr. Wie viele hat der von den Dingern? Du musst zur Tankstelle. Ich gebe dir Deckung. Ich muss zur Tankstelle. Ich muss tanken. Na, also hier kommen wir nicht durch. Wir müssen von oben irgendwie reinkommen. Also, übers Fließband. Hep, hep. Wow, wie bin ich dagegen gekommen? Egal. Ach ja. Wo habe ich denn jetzt meine Kreisklingen? Da. Nimm den! Willst du den Gefechtsturm flankieren? Au. Was hängt dir denn da in der Luft rum? Ah, gut. Gute Arbeit. Los, weiter. Ja, Moment, noch ein paar Boots sammeln hier. So, kann ich da hoch? Nein. Bringt mir nichts. Was ist das schon wieder für eine komische Tür? Da komme ich. Oh doch, da komme ich durch. Okay. Die ist ja seltsam. Das ist eine Riederkarte. Nun muss ich das Ding irgendwie aufkriegen. Und ich habe keine Ahnung wie. Wo geht's denn hier rüber? Ach so. Um das Ding zu flankieren, wie sie gesagt hat. Naja, wir haben es auch anders hingekriegt. Die Tür da. Vielleicht später? Vielleicht mit irgendeinem speziellen Gerät? Ja, ja, ich pass auf. Keine Sorge. Wir machen das hier nicht zum ersten Mal. Ah, fast. Ah, es war so knapp. Schade. Oh nein.
nicht so scheiße viele wären. Aber keine Sorge, wir haben aufgerüstete Kreisklingen. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich nehme doch lieber den Verpixler dafür. Der war eigentlich echt ziemlich praktisch. Weil so eine große Fläche abdeckt. Oh, sind meine Zukunft nicht toll? Keine Sorge, es warten noch viele andere Überraschungen. Gleich geht's weiter. Cool. Wo muss ich hin? Hier drüber. Das habe ich kaum gesehen, weil es so dunkel ist. Gott, ich werde trotzdem Videos da ja gar nichts mehr. Ich gucke, ob ich da nicht irgendwie nochmal nachträglich was bearbeiten kann. Aber Gott sei Dank ist dieser Bot hier überhaupt nicht im Weg. Wisst ihr was? Fuck you. Haha. Das nenne ich meine Sicherheitslücke, Kumpel. Das habe ich nicht nachgedacht, was? Das schaffe ich. Juhu. So. Noch mehr von denen. Wow. Ach, die schon wieder. So. Pixelmatch. Scheiße. Die sind so klein, die übersieht man so leicht. Kampfbots. Moment. Jetzt kann ich helfen. Und noch mehr Zukunft natürlich. Diese Kampfbots können schon was. Die Luft ist so. Weiter. Die hätten wir geschafft. So, jetzt einfach hier. Zack. Du hast es geschafft. Setz dir jetzt den Dietrich ein, um auf die Tankstelle zugreifen zu können. Klar, schon dabei. Also dann knacken wir das Ding hier doch mal auf. Das würde nicht viel bringen. Das auch nicht. Hä. So wird mir das was bringen. Das Ding ist zu. So wird's was bringen. Brauchen nur noch einen. Oh, jetzt haben wir aber dann den Blocker aktiv. Das habe ich nicht bedacht. Das habe ich jetzt auch echt nicht gesehen. Ach, der obere Blocker ist das. Ha. Achso, dann schalten wir den doch einfach ab. Vielleicht geht das auch so. Mit den einfach hier rüber. Ja. Das war der richtige Ansatz. Okay, hier ist die Tankstelle. Munition. Her damit. Okay, das Düsenpack ist aufgetankt. Gut, lass uns die obere Ebene sichern, damit wir ins Büro können. Ja, jetzt will ich aber erst nochmal zurück. Wie ihr sehen könnt, ist unser Kampfbot-Vorrat riesig. Hehe. Ein perfekter Zeitpunkt, neue Märkte in der ganzen Galaxie zu erschließen. Wie kommt man durch diese Wand hier? Das ist bestimmt ein Dings, was man später noch bekommt. Fliegen wir doch mal da hoch. Sieht hier ganz schön vertikal. Konnte man ja also doch nach oben. Aber so ist es auch viel einfacher. Dank unserem Düsenpack. Vielleicht findet sich ja irgendwas. Vielleicht gibt es hier irgendeinen so Laser oder so, mit dem man diese Tür aufschließen kann. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja ganz viele Kisten. Voll frei, worauf? Oh, Nanotech. Mal sehen, da sind noch Kisten. Muss ich jetzt darüber? Ich wüsste nicht, wo hin sonst, also. Huch, da. Das Ganze wäre viel einfacher, wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wo führt denn das hier eigentlich hin? Ha, folgen wir dem noch einfach mal. Wahrscheinlich war das der Weg, den man eigentlich hätte nehmen sollen. Weil da unten scheint noch was zu sein. Schauen wir doch mal nach.
Da kommen wir nicht durch. Na gut. Dann eben wieder in die andere Richtung. Hui! Ich bin ein Jetski. Feuer frei! Ich gebe dir Deckung! Ich glaube, sie geht jetzt immer noch ein bisschen schneller. Der Jetpack macht echt Spaß, hier einfach so durch die Gegend zu düsen. Sind zwar keine Sturmstiefel, aber fast genauso cool. Die könnten wir ja eigentlich snipen. Vorausgesetzt, die Brüstung wäre nicht so scheiße hoch. Ich könnte sie von woanders snipen. Vielleicht von hier aus. Juhu! Lächelt! Ach, sie schießen auf sie. Ha, voll erwischt! Haha, gesniped! Drag und seine blöden Kraftfelder! Da ist ein Sicherheitsterminal auf der anderen Seite des Raums, gegenüber vom Büro. Da müsst ihr hin, um das Kraftfeld abzuschalten. Was ist da oben eigentlich? Nicht zu hinfliegen! Lass uns diese Kampfbots erledigen und danach deaktivieren wir diese Laser! Oh oh. Komm mir nicht so nah! Das ist schlecht. Den hätten wir. Es ist gar nicht so leicht hier aufzuweichen. Ich habe hier nicht viel Platz. Okay, runter hier. So, was könnten wir denn sonst noch nehmen? Preisklingen. Unter schwerem Beschuss, kann euch also leider nicht helfen. Also, viel Glück. Brax, wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Brax? Der mit seinen Ausreden. Sie sind hier! Nehmt das Elend der Synthinoiden. Super. Tja, wir sind wohl auf uns allein gestellt. Das sieht so aus. Dann fliegen wir doch mal darüber. Können wir jetzt schon mal den Tank ein bisschen auffüllen. Und hier haben wir noch irgendwelche Kisten und anderes Zeugs. Was haben wir da? Hä. Da kommen wir wahrscheinlich später rein. Gut. Dann schnappen wir uns mal die Kerle hier. Luftangriff! Aus dem Boden! Oh, weia. Hier treffe ich nicht. Keine Chance. Noch einer. Yes. Noch mehr von denen, am Wachraum. Oh, cool. Plasmastürmer, hast du die Muni? Danke. Und den. Headshot. Boah, guck mal, was das reinhaut, ey. So, den nehmen wir auch noch mit. Und jetzt können wir einfach mit Pixel rüberfliegen und dann gibt's auf die Fresse. Und grad noch mal das auffüllen. Oh, was haben wir denn hier? Gucken wir doch mal. Hey, ich will eigentlich das Ding hacken. Danke. Was ist denn hier in dieser Tür versteckt? Das könnte man eigentlich direkt mal so stehen lassen. Und das könnte... fast funktionieren. Aber wenn ich jetzt den äußeren einfach hier rüber schiebe, dann ist der Block am Weg. Das ist jetzt aber doof. Und was, wenn ich den anmache? Dann ist da auch so ein blöder Block am Weg. Kann ich den da rüber schieben? Ja, so geht's. Aha, was war denn hier? Hallo Goldbolt! Das wird jetzt eigentlich kein Problem werden.
Dank Düsenpack. Was haben wir denn hier alles? Komm her. Oh ja. Yeah. Cool, jetzt haben wir schon die Hälfte. Hey, ist das nicht Clanks Teil? Ja, das ist Clanks Teil. Da, wo er abhauen musste. Ist ja cool. Das ist ein nettes Secret. Als Clank hier abgehauen ist, war da dann auch schon Goldbolt? Und hätte man den einsammeln können? Berechtigte Frage, finde ich. Aber echt cooles Secret. Hier kommt noch nicht rein. Irgendwie muss man diese Kraftfelder ausschalten können. Was mich für mich interessieren würde, ist, wie kommt schon diese Reader-Karte da unten? Da brauchen bestimmt noch irgendein Gadget für. Wenn nicht, werde ich sauer. So. Hier sind wir also. Du musst es deaktivieren. Schon erledigt. So, sind jetzt die Kraftfelder aus? Ihr könnt euch alle entspannen. Jetzt bin ich ja hier. Dummes etwas. Mies. Danke, Krax, du hast eine große Hilfe. Wenn das mal kein Bossgegner ist. Willst du das übernehmen? Die normale. Fertig, kann doch nichts. Kann ich nicht zurück zu meinem. Ach ja. Und das. Oh wow, das ist der scheißegal. Ja, ja. Au! Okay, nicht zu nah ran, das ist eine schlechte Idee. Diese blöden Dinger hier. Du schießt auf Mrs. Zorkon? Natürlich. Weißt du was? Ich hab auch einen! Au. Es ist echt nicht so gut, so nah an da dran zu stehen, das Gefühl. So bin ich ein äußerst leichtes Ziel. Die Zurkons aktivieren jetzt den super tollen Schild. Oh wow, der geht mir zum Glück überhaupt nicht auf den. Den Nerven. Alles klar, wenn du das sagst. Weiter feuern! Du wagst es auf Mrs. Zurkon zu schießen? Natürlich. Boah, mir fällt gerade an, wie viel Treibstoff ich eigentlich habe. Ja, weiter so! Oh, oh shit. Oh mein Gott, wo bin ich? Keine Ahnung, aber hey, das ist der Teil, in dem Clank weggelaufen ist von diesem einen Kampfbord. Das kann man von hier aus ein bisschen traktieren. Naja, ich glaube, das ist nicht die beste Wahl. Aggressor. Ihr Schild ist weg! Feuer frei! Ist mir aufgefallen, danke. Bleib in Bewegung, Ratchet! Ja, gar nicht so einfach. Ich bleib lieber in Deckung, ganz ehrlich. Die steckt da ganz schön was weg, die Frau. Okay, jetzt müssen wir wohl in den Angriff übergehen. Meinst auch nur du. Aber momentan sieht es echt schlecht aus. Oh, ich glaube, ich bin zu gut Idiot. Yep. Okay, das wird was dauern, bis ich das raus habe. Da muss man echt die ganze Zeit irgendwie in Bewegung bleiben. Okay, Plasma-Stürmer Marsch! Die Familie kennenzulernen. Okay, nicht so weg hier. Genießt die letzten Minuten eures Lebens. Ich wünschte, ich könnte bleiben und zusehen, aber ich muss leider weg. Komm schon. Autsch. Das ist nicht gut. Ich sollte eine andere Taktik verfolgen. Was er klingt. Und deine erst. Aktivieren jetzt den super tollen Schild.
Der geht mir überhaupt nicht schade auf die Nerven oder so. Ja, ich bin dabei. Warum nehme ich nicht einfach Schmelzgranaten? Kann ich mehr auf einmal schaden? Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Du wagst es, auf Mrs. Zorkon zu schießen? Natürlich. Du schießt doch auch auf mich, also halt's Maul. Ihr Schild ist weg, Feuer frei. Ah, Level 3, cool. Kommt's gerade richtig. So langsam muss ich mal Treibstoff holen. Bleib in Bewegung, Ratchet. Oh oh. Ja, ist nicht so einfach. So. Tap. Okay, das ist gut. Wieder ein paar Kreisklingen haben wir. Oh oh. So, nimm die hier. Ja, immer noch. Was labert die da? Oh nein, nicht das schon wieder. Das nervt gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt wieder Schmerzgranaten. Die haben ganz gut funktioniert das letzte Mal. Aua! Es ist nur nicht so einfach, sie damit zu treffen. So. Um auch ein bisschen zu kommen. Ich glaube, der Rauschmeister bringt hier nicht so viel. Außer ein paar von den Zukunft abzuwehren. So. Der Pixar. Aktivieren jetzt den super tollen Schild. Ich finde ihren blöden Schild. Aber verpixel Level 4, das wird helfen. Oh, bevor ich es vergesse, ein Goofy schon bitte. Zorkon hat nicht vergessen, wie man tankt. Oh yeah, Groovy Baby. Und jetzt kriegst du dafür hart auf den Sack. Ha, ha, ha. Ja, fand's lustig, ich auch. Ja, weiter so. Das haben wir so fast. Weiter schön verpixeln hier. Du bist doof. Deine Mutter ist doof. Und vor allen Dingen bist du nicht nur doof, sondern auch tot. Ha! Was sagst du dazu? Zurück und Familienwerte. Genau. Ich werde das Büro untersuchen. Komm auch dahin. Ja, später. Kavan, wieso das? Was geht da ab? Aber wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um, weil jetzt sind hier die ganzen Kraftfelder deaktiviert. Das heißt, wir können hier den ganzen Laden ausräumen. So. Das muss sein. Ah, der ist viel besser. So, da zum Händler können wir mal gerade fliegen. So, Raritanium. Was soll denn da? Jäger erwarten, was Neues. Dauert aber ein bisschen, bis ich da hinkomme. 9 könnten reichen. Kreisklingen hat was. Dann machen wir doch erstmal einen Plasmasturm. Der hat mir so gute Dienste erwiesen bisher. So. Oh ja, Raritanium-Ummantlung. Spezielle Geschosse durchschlagen Gegner unmittelbar an, machen jeden Schuss doppelt tödlich. Cool. Das ist praktisch. Okay. Weiter geht's mit dem Verpixler. Können wir hier schon mal die ganze Munition abgreifen. So. Und damit hätten wir das auch wieder. Was gibt es hier noch? Mehr Munition, auch wenn wir die jetzt nicht brauchen.
Hier ist überall noch Munition. Hier haben wir noch was. Und wofür ist das hier? Aha. Und das ist ein Goldbolt. Alles klar, cool. Und Boost. Perfekt. Danke. Nummer 15. Läuft ja richtig gut hier. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie ich durch diese eine Sicherheitstür da komme. Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Sicherheitstür! Wo bist du? Da ist sie. Weil da braucht man bestimmt irgendwas Spezielles noch für. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, und ich glaube, ansonsten haben wir uns hier alles angeguckt. Mal gucken, sagt die Karte noch irgendwas Besonderes? Abgesehen davon, dass sie mega übersichtlich ist, da ist noch irgendwas. Und das hier nehme ich an, ist dann hinter der Tür. Wir sehen rechts von mir. Da drüben. Das da. Nein. Rechts daneben. Hier irgendwo auf dieser Breite muss irgendwas sein. Das sie vielleicht? Hey. Nein. Da muss es ja wohl weiter unten sein. Vielleicht die Tankstation da. Was ist das? Yep, das war's. Okay. Wow. Den Rest müssen wir uns dann später anschauen. Müssen wir also die Tür hier knacken. Kann ich machen. Okay, ganz viele Blocker. Was aber nicht unbedingt ein Problem ist, wenn die hier drüben sind. Müssen die nicht extra deaktivieren. So, da kann es schon mal nicht hin. Hier macht es eigentlich am meisten Sinn. Ja, hier wird es das blockieren. Und den dahin. Ha, der kann aber hier nicht hin. Vielleicht müssen wir den auch einen weiter. Können wir den nämlich dahin. Das würde gehen. Was ist der von dem Weg? Oh, und der Blocker ist auch im Weg. Das ist ein Problem. Da kann er nicht hin. Da blockiert er nämlich auch irgendwas. Hier könnte er hin. Hier könnte der auch hin. Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Moment, wo steht der jetzt ganz außen? Der müsste woanders hin. Dahin. Ja, jetzt haben wir es. Wir sind drin. Los, komm! Wir dürfen keine Zeit verlieren, Schutztruppen. Wir müssen uns treffen und uns auf den Weg zu diesem Deplanetisator-Ding machen. Ja, wirklich gut, dass man jetzt die Szene nicht gesehen hat. Also, sie haben Pläne für den Deplanetisator gefunden, wie sie bereits erwähnt hat. Und, oder ja, Quark jetzt erwähnt hat. Und dieser Deplanetisator ist ja eben dazu da, um ein paar Planeten auseinanderzunehmen. Und als nächstes will er Novalis zuschlagen, was ja rein zufälligerweise Koras Heimatplanet ist. Also müssen wir in der nächsten Folge wohl Drake daran hindern, Novalis auseinanderzunehmen und als Teil seines perfekten Planeten einzusetzen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Novalis wieder. Bis zum nächsten Mal.